Jo, meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer PikusRB und wir spielen APB Reloaded hier wieder mit unserer Mücke, sprich PikusRB am Start. Moin Moin an meiner Stelle, da möchte ich noch gerade eine kleine Ansage hier raushauen erstmal. Ich konnte die Tage leider keine Aufnahme bzw. YouTube was hochladen, da ich Vorbereitungen für meinen Geburtstag machen musste und alles und leider nichts hochladen konnte und ja. Das ist mal an der Stelle, dafür können schnell nichts hochladen. Ja, dann fahre dein Part fort. Ja, nimmst du eigentlich auch gerade auf oder nehme ich alleine auf? Nee, du nimmst gerade alleine auf. Okay, also wirst du die Runde gut spielen. Ja, wie immer. Gut, ich steige mal bei dir ein. Ich probiere jetzt mal ein bisschen auf Nahkampf zu gehen. Ich habe jetzt ein paar neue Waffen natürlich eben mal etwas investiert und mir mal andere Waffen geholt. Ich meine, alle Leute, die mich kennen, wissen, ja, Nahkampf, absolut scheiße. Das heißt, falls ihr erwartet, dass jetzt ein qualitativ hochwertiges Let's Play kommt, entscheidet am liebsten gleich wieder auf. Also es wird diese Runde wahrscheinlich mit Missionen geben, die wo es für mich am Ende in der KD 0 zu 15 steht oder so, aber... Ich probier's wenigstens. Ich probier's und jo, mal gucken, was draus wird. Du musst. Achso, ich hab noch nicht K gedrückt. Ja, du bist K gedrückt, unser Sündenbock. Manchmal nie K drücken will. Ja, ich bin der Bösling. Nennt man mich auch manchmal Bösling. Du willst mit deiner Homo-Karre mal, also verarsch dich einfach. Ich will nichts sagen, aber ich kipp dich locker irgendwann um. Komm, das habe ich gerade eben ganz schön probiert, Mann. Ja, das Problem ist, dass dein Fahrzeug sich immer wieder aufstellt. Sonst wäre das ja alles gar kein Problem, weißt du? Umkippen tue ich dich ja, aber ich tue dich nicht so umkippen können, dass du auf der Seite liegen bleibst. Okay, Mission. Dann holen wir mal da rein oder raus oder wie auch immer. Wen soll ich rein oder rausholen? Keine Ahnung, was du möchtest. Hoppala. Ups, ja. Das war ja ein Zufall. war auch gar nicht beabsichtigt. Nein. So, erste Razzia fast fertig, gleich. Also ich habe gerade angefangen. Oh mein Gott. Boah, immer habe ich irgendwie so ein Stückchen Scheiße im Hals, ne, wenn ich hier aufnehme. Meinst du ein Sumsum im Hals? Ein Sumsum, ja, oder ein Räusperle oder wie hieß das? Mach, oh, ein Geräuschballer. Halt, stopp, ich hab gar nicht einen Geräuschball. Das war auch ein Beginn der Aufnahme, die war echt fair. Ja, das war schon lustig. Ich fand das okay. Lustig, wie sich das angehört hat, als ich aufgenommen habe. So, ah, schönes Ding. Wieso hast du die eigentlich fertig gemacht? Ja, das stelle ich mir momentan selbst die Frage. Ich mache in letzter Zeit sehr viel einfach fertig und will. Nachzudenken. Aua, hör mal. Oh shit! Ich dachte, du hast noch wesentlich mehr Leben. Ohne Scheiß, ich hätte nicht gedacht, dass die so viel abziehen. Muss ich jetzt in die Gruppe schreiben, sorry? Dass ich nicht von den anderen umgebracht werde? Komm, ist gut, Mann. Mach, was du willst. Ach nein, ich lasse es einfach. Die sind mir doch eh egal. Dafür kann ich dir sowieso einfach mal irgendwann eine Runde oder fahr dich mal eine Runde. Guck mal, irgendwann. Die hier sieht so ein bisschen aus, bloß halt nicht von Art, also nicht von dem anderen Kleidungsstil, aber so vom Kopf her so ein bisschen wie mein alter Charakter, so mit diesem Zopf und dann noch den Haaren so lange und den diesen Ohren. Sag mal, halt, stopp, bevor ich dich ganz gekillt habe. Halt, stopp! Ja, keine Ahnung. Echt? Ja, kill mich doch einfach einmal ganz. Ist doch nein, kein Bock, nein. Ist doch Wayne, ist doch nur Rache auf das von eben. Ich bin nicht so ein Noob wie du. Aber ist doch nur Rache auf das von eben. Okay, ein Bronze, ein silberner Kolbi und ein Star Love. Silberner Kolbi. Nein, ist silberner Kolbi. Ich habe übrigens hier mit dem, das muss ich mir kurz zeigen, ich habe diese krasse Zweitwaffe, ne? Wenn man da einfach mal rein visiert, das ist einfach mal so, ja. Dann kann ich zum Beispiel den da einfach mal so wegnatzen, ja. Okay, oder auch nicht. Nee, ist halt nicht 100% treffsicher, aber trotzdem. Ich finde das mit diesem Anvisieren mega geil und man trifft auf jeden Fall viel besser als mit dem normalen Fadenkreuz. Das kann ich schon mal sagen. Da hast du was Kleines vergessen. Dafür ist es nicht schuld, sondern der damit schießt, der ist gleich damit schuld.
Na, die Waffe ist schuld. Ich bin gerade durch den Boden gefallen, okay. Aber es ist Rain. Boah, ich muss gleich niesen. Gesundheit. Oh, ich bin tot. So stark war der Nieser nur auch nicht. Was? Von vorne und hinten? Wo seid ihr, meine Gamer? Oh, da wird da. Da wird da ein Sandwich missbraucht. Ich glaube, ich hole nachher meine Hardcore-Sniper raus. Ein Schuss und du bist down, glaube ich. Hardcore. 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 Ich nehme mal eben dein Auto, ne? Ich nehme die Martins raus, beschütze mich mal bitte in der Zeit. Boah, ich fahre jetzt weg. Sehe ich aus wie jemand, der jemanden beschützen kann? Ja. Ich finde der eher nicht. So, ich fahre jetzt mal hier außen rum. Ich habe nämlich vor, die einfach mal von hinten weg zu schnacken. Voll ganz ehrlich, als ob die das nicht bemerkt haben, ja. Ich fahre hier die ganze Zeit so mit dem Auto rum. Die müssen es ja bemerkt haben, dass ich da bin. Okay, bemerkt. Nahkampf ist nicht meins, aber das habe ich ja schon von Anfang an gesagt. Das heißt, das ist nicht so schlimm. Ich hätte gerne jetzt immer so eine aufbauende Musik, so irgendwie so einen fetten Techno-Remix oder sowas, so, weißt du, der so immer so wicke, 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 so richtig schnell geht, so. Ja, dieser scheiß Typ mit der Kolbe, man, der nervt ein bisschen. Der nervt ein bisschen. Wann läuft denn das nächste Mal was mit deiner Facecam? Ich weiß noch nicht, aber Facecams können meistens nicht laufen. Was sagst du über Facecam? Facecams können meistens nicht laufen, habe ich gesagt. Okay. Der Typ da hat auch irgendwie keine Hobbys. Der steht die ganze Zeit mit dem Kopf in der Wand und denkt sich so, oh no, no way. Getroffen. Na komm, mein Freund. Nein, ich muss nachladen. Sag mir das doch jemand. Oh, okay. Boah, aber ich hätte den wirklich mit der Zweitwaffe holen können. Das ist eigentlich schon fast traurig. Das heißt ja, dass ich den mit jeder anderen Waffe easy bekommen könnte. Aber gut, ich spiele ja Nahkampf, also. Hey. Fuck off. Nein, da wäre der Bounty eigentlich bald mit mir gewesen. Ich mag Bounty. Das kennen wir ja schon. Warst du dabei? Nein, ich glaube, das war nur Johnny und ich gewesen. Das kann sein. Die ein Bounty-Spiel gemacht haben. Johnny, jetzt höre ich mal die Geschichte. Es ging so ab, eigentlich habe ich das mal aufgenommen, aber nicht hochgeladen bekommen. Ja, durch den Stress mit dem Geburtstagsgedöns. Und es war so gewesen, wir spielen so ganz normal hier auf dem Server, natürlich, wenn wir so Noobies sind. Und auf einmal so, wir waren, ach, wie heißt es jetzt nochmal? Bounty? Und auf einmal, wir holen uns einen dicken Van von einem anderen Kollegen und fahren einfach mal hier durch und machen das einfach mal. Und dann haben wir die Leute überall getrollt, bis natürlich irgendwann zwei Hardcore-Profis kamen, die uns einfach weggemacht haben. Du weißt schon, dass wir die Mission jetzt gleich verloren haben. Ja, aber was willst du machen? Oh, ach, sterben will ich nicht. Oh, ich hab's nicht mehr geschafft. Oh, so traurige Musik. Ich weiß nicht, ich finde die irgendwie traurig. Da ist der Spawn-Automat. Das muss ich eben mal erzählen. Ja, letztens haben wir meiner Mutter, also mein Bruder und ich, haben meiner Mutter so City Skylines gezeigt, ja? Oh Gott, wir haben uns so kaputt gelacht. Kannst dir ja vorstellen, wie so etwas ältere Leute sich mit Computerspielen auskennen. Sicher, gar nicht so. Und dann meine Mutter die erste Reaktion, als sie den ersten Text durchgelesen hat. Hä? Was bedeutet denn spawnen? So nice. Spawnen. Wir saßen da, haben uns kaputt gelacht. Was bedeutet spawnen. Denn spawnen? Ah, so schön. Ja, dann sagen die Eltern immer noch so, lernt Englisch und selber können sie fast gar keinen so.
Das ist halt fachspezifisch, das Englisch, ne? Genau, das ist nur was für Profi-Gamer oder Gamer. Bei uns zum Beispiel in der Ausbildung, ne, muss ich ja mal kurz erzählen, müssen wir so technisches Englisch wissen, ja? Und einfach, ich sag dir, es hat sich so gelohnt für mich, dass ich Feed the Beast gespielt habe. Also Minecraft Feed the Beast, ja, ganz ja. Ehrlich. So viele von den Vokabeln, die ich dadurch schon kannte. Hast du Glück gehabt, Mann. Ja, das ist echt nice. So, warum ist keine Mission für uns dabei? Was ist da los? Weiß nicht, weil die alle keinen Bock auf uns haben. Wir sind denen zu gut einfach. Ja, auf dem Bronx ist ja was Silber, Nubis. Die wollen nicht verlieren. Oh, wir haben eine Mission. Bronze, Silber. Wir haben eine Standard-Entech und wir haben eine Star. Die Standard-Star. Einmal fahr ich rein. Weiß es nicht. Miau. Nein. Sorry. Es ist jetzt dein Ernst. Ah, ja, ich mach's noch. Das war mein Ernst. Ernst ist heute 3 Jahre alt. Natürlich fahr uns schön dahin laufen. Jetzt haben die natürlich ins Ja. Easy. Ja, easy going. Easy going, easy going. Boah, bestimmt alle Leute, die sich das anhören, regen sich nicht nur wegen meiner Stimme jetzt gerade auf, sondern davor immer, wenn ich mich räusper, so mega laut wahrscheinlich. Das regt wahrscheinlich alle auf. Nein. Das warst du wie immer eigentlich selber schuld, wenn du... Mir auch noch. Ich musste vor meinem explodierenden Auto weglaufen. Und wo läuft man nun mal hin? Nun mal in die Deckung. Das Dumme ist, dass du genau in der Deckung langgefahren bist. Okay, ich sehe einen Gegner. Einen Gegner sehe ich. Der ist in deine Richtung gelaufen. Ich habe ich den schon. Ist der immer noch da unten? Nee. Nö. Den hast du weggebombt. Bin der Nate. So, aua. Da hinten haben wir einen Gegner. Sehr schöne Info. Ich komme von hinten angelaufen. Na toll, der hat mich. Ja, wo ist denn der? Ach, da. Mit der. Sag mir doch, dass der da ist. Der Standard-Entick, ja, der müsste aber angehittet sein. Weil den ich hatte den auch nochmal angehittet, aber das Dumme war, ich wusste nicht mehr, wo der war. Also ich wollte gerade sagen, wenn du das nicht packst, dann bist du schlecht. Ey, ich spiele gerade Nahkampf, wenn ich Nahkampf nicht kann. Einfach nur zum Training, ja? Und um den Leuten zu zeigen, was das für ein Desaster ist, muss ich das halt eben jetzt einfach mal eine Runde zeigen. Deswegen gibt es jetzt eine Folge Nahkampf und alle denken sich wahrscheinlich, oh nö, nö, nein, nein, Junge, vergiss es einfach. Hör auf mit dem Kack, mach's nicht weiter, es lohnt sich nicht. Ich denke mir, scheiß drauf. Du musst es üben. Ich glaube, die haben ein Autospawn und fahren am besten da hinten hin. Ja, vielleicht. Mach das, was du möchtest. Ich gruß mal hier rein. So. Na, dann gruß mal hier rein. Denn Tom Cruise mal hier rein. Hochqualitative Witze. Und dann Tom Cruise ich jetzt hier rein, ein Twift. Ach komm, jetzt, der ist jetzt alt. Nein, du kannst ihn nicht nochmal gebrauchen. Doch, wirklich? Eigentlich das, schon. Nein, nochmal geht's nicht. Du kannst es nicht nochmal benutzen, diesen Witz. Der war schon beim ersten Mal schlecht. Hinter uns. Ja, den. Er hupt dir nochmal, du dummes. Ja, Socke. Oben, Brücke. Oh, da ist ja noch ein zweiter. Sag mir das so. Den hab ich. Das Dumme ist, dieses Ding, womit wir nach oben kommen, ist jetzt weg. Ja. Das heißt, wir kommen da nicht mehr nach oben. Ich wusste gar nicht, dass man die Dinger wegmachen kann. Ja, nur mit dem Auto, ne? Wäre schön mal, wenn du mir helfen würdest. Easy.
Easy, go, ich habe dir geholfen. 85 habe ich zusätzlich bekommen, ne? Nur mal so als Info. Das heißt, rein theoretisch hast du mir sogar einen Kill gesnackt. Ja. Ja. Weil ich dir einfach alles snacken werde. Vorstellen kannst. Autos müssen explodieren, erst dann sind's coole Autos, das ist unser Motto. Beschütz mich mal, ich muss mein Munilager aufmachen. Beschütz mich mal, was soll denn das? Ja. Du weißt, dass ich dich nicht beschützen kann. Wo kommen die Schüsse her, Mann? Von da hinten. Du bist, glaube ich, fast tot, genauso wie ich. Aber ich laufe nur wie so ein angesenkter Arsch hin und her, ey. Ich weiß zwar nicht, wie ein angesenkter Arsch läuft, aber wahrscheinlich so wie ich. Würde ich jetzt mal behaupten. Nicht, du bist schon tot, Mann. Ja, ja, das Übliche. Okay, ich muss jetzt aber mich mal ein bisschen anstrengen, würde ich sagen. Würde ich einfach mal so behaupten. Der hat mich auch noch. Och nö, wie schlecht bist denn du? Komm, das ist ja gerade hier der richtige Mann. Gut, ich habe auch Fallschaden bekommen. Ich habe noch nicht einen Kill gemacht, nur weil du mir den gesnackt hast, ne? Ja, muss sein, Mann. Den hast du gründlich nicht verdient. Den habe ich gründlich verdient, aber sowas von meinem Freund. Unter dir! Vielen Dank. Kein Problem. Mir mal helfen. Ja, warte, die habe ich auch noch. Diese Kolbi. Ich glaube, ich necke ich mir auch mal gleich. Hier mein Arsch. Oh, hinter mir. Kann den leider nicht helfen, sorry. Ich weiß nicht, wo der war. Da kommt er. Okay, mein. Nein, Nahkampf kann ich doch nicht spielen, Leute. Was macht ihr da mit mir? Nein! Ich muss noch nachladen. Ja! Auf Nahkampf! Ja! Mein erster Kill auf Nahkampf. Oh mein Gott, ich habe auf Nahkampf einen Kill gemacht. Ja, Freund, oh mein Gott, das sah zwar echt kacke aus, aber es geht ja nicht ums Aussehen, sondern es geht darum, was bei rüberkommt. Und ich habe den weggesnackt. 3, 2, 1. Bam! Gewonnen! Nur weil ich so gut bin. Gut, deine KD ist jetzt auch nicht viel besser, ist halt andersrum. Aber gut, ich würde sagen, wir sind bei 17 Minuten noch. Oder machen wir noch ein Ründchen? Komm, Ich würde mal sagen. Komm, wir sind mal Spendo Dula Blair. Ich würde mal sagen, wir machen ein Ründchen und machen mittendrin einen Cut. Nein, wir sind jetzt einfach mal Spendo Dula Blair. Okay. Ja, und deswegen machen wir noch eine Runde. Erstmal irgendwo anhalten, wo ich Munition herbekomme. Da vorne ist jetzt gleich ein Autospawn, da bekomme ich Munition her. Links, links, links. Hallo, hier links. Leck mich. Nein, Schokolade ist noch billig. Warte, ich steck wieder in deinen scheiß Gammel an. Du lässt mich ausschneiden. Ich geh's nicht an. Oh Mann, das ist so schön. Och man, noch schön umfahren wollen, so heißt es. Na komm. Ein scheiß Gammelauto, Mann. Nee. Immer am Rumheulen hier. Ja, muss man auch. Weil ich so gut bin wie du. Ja, komm, jetzt. So, 39, 40 sind auf dem Server. Eigentlich sollte da was für uns übrig sein. Ich trinke mal eben ein Schlückchen, ne, damit ich höre nicht meine Stimme vollkommen verkacke. So. Ich bin mal genau des Gleichen. Hätten wir es nicht wenigstens abwechselnd machen können, so? Damit wenigstens einer weiterredet. Ja, nur eine Schweigesekunde halt eben. Ja, Schweigesekunde für unsere letzten Tode und jetzt machen wir weiter und produzieren neue. Juhu! Okay, wir haben sogar schon Gegner. Du bist gerade. Naja. Bisschen fail gefahren, aber okay. Okay, ich bin wieder durch den Boden gefallen, aber hey. Ist bei meinem Auto einfach so. Das Auto, wenn das Auto jemanden leiden kann, dann, ja. Dann, ja, macht.
Okay, wir haben eine einfache Gruppe. Wir haben eine Obeya, wir haben eine Star, wir haben eine NHVR, wir haben eine Star Love Gun und wir haben noch eine Star Love Gun. Und wir haben folgenden Aufbau: Bronze, Grün, Bronze, Silber, Grün. Weiterfahren bitte. Ich wollte es ja nur gesagt haben. Ja, das. Vielleicht sollten wir jetzt die Missionszeiten nutzen, um Kills zu machen. Dass wir das nicht gleich einnehmen, auch wenn wir die Chance haben. Okay, okay. Ja, okay. Ich meine, die werden vermutlich zu. Okay, eher nicht. Aber ich wollte jetzt sagen, zu 99% besser fahren als ich. Aber das hat sich schon mal geklärt. So. Der Typ ist mir reingelaufen, dafür kann ich nichts. War ein Idiot. So, das wäre auch geklärt. Was du auch jetzt gerade nur machst. Ich bin ein bisschen rumgefahren, so ein bisschen Leute nerven. Warte, den einen hast du mit dem Auto geholt, den einen habe ich abgeknallt. Genau, und den anderen wiederum, den habe ich auch mit dem Auto geholt, weil der eine Spackerlacke davor gelaufen ist. Und da schreibe ich auch nicht sorry, weil der ist selber dann schuld. Oh shit. Okay, der. Wieso muss ich auf den einzigen Silbernen treffen? Jetzt mal ernsthaft. Egal. Ich hätte sogar den fast gehabt. Ich hätte nicht anvisieren dürfen. Ich hätte rennen müssen, stimmt. Hätte ich dran denken sollen. Gegen die Star musst du rennen, anstatt stehen bleiben und anvisieren, weil die Star ja wesentlich besser ist auf. Okay, dann hatte ich noch. Zielen. Dementsprechend lohnt es sich mehr, wenn man sich die Zeit gönnt und einfach rumrennt. Ja, gönn dir. Den einen hatte ich noch bekommen, den anderen müsst ihr krallen. Jetzt kannst du deine, wie heißt es jetzt hier, Dings beweisen, deine Nahkampfkünste. Bin natürlich eine schneller als ich. Was? Er hat einen mal gezogen, Mann. Ich fass es nicht. Bist du auf den nächsten? Also ich will ja nichts sagen, ne? Aber guck mal oben rechts hin. Ja, ja, komm, jetzt gib mir nicht hier an, ey. Du, mein Auto kannst du ewig lang schießen. Nein, ja, ich muss nachladen. Scheiße! Mann, wieso ist der zweite gekommen? Wäre es nur bei dem einen gewesen, dann hätte ich noch den bekommen können. Nein, das Problem war echt, ich musste nachladen und ich habe am Anfang echt mies daneben geschossen. Hätte ich am Anfang auch schon vorsichtiger die Maus bewegt, dann wäre es gar kein Problem gewesen. Aber ich habe jetzt so langsam, habe ich das Gefühl, mit der Waffe den Dreh raus. Mit der Waffe könnte ich auf Nahkampf sogar was reißen. Nicht so viel, aber wenigstens ein bisschen was, weil die geht auf Nah- und Mittelkampf und das ist für mich ganz geil. Oh, kommt, Leute, warum ist keiner da denn? Das ist für mich ganz geil. NHVR hat mich abgeschossen. Das ist scheiße, Mann. Keiner hilft mir. Wie immer ganz alleine. Leute, sagt noch was. Pikus LP muss sich verbessern. Er muss üben. Er muss üben, üben und üben. Wie auch wenn du es gerade vielleicht mal nicht so schlecht sein solltest. Ich vielleicht nicht gerade viel besser sein sollte, aber. Wir arbeiten nicht im Team irgendwie. Irgendwie rennen wir alle hin. Ja, weil das halt eigentlich nur noch Kills holen ist. Genau, das ist eigentlich nur noch die Kills-Neckerei hier. Jeder möchte was haben. Deswegen stehen wir uns auch alle gegenseitig im Weg. Also ich bin auch mal sozial und nehme hier jemanden mit. Mit meinem Bus? Nö. Was soll ich mit deinem Bus? Ja, sehe ich aus wie irgend so eine. Ja, du siehst aus wie eine Quecknut und holst meinen Bus mit. Nein, ganz ehrlich, ich brauche nicht mit dem Bus fahren. Soll ich dir auch sagen, warum? Warum? Weil ich nicht. Ach, ich weiß nicht. Ich wollte gerade irgendwie einen schlechten Witz bringen, aber mir ist gerade kein guter eingefallen. Ja. Sowas in Richtung, weil ich kein Hartz-IV-Raum im Unterhemd und mit Pizza auf dem Bauch bin, aber. Ja, weißt du, so wegen. Oh, da habe ich nur einen Assist bekommen, schade. Ich hätte mir gern noch gesnackt. Okay, da ist ein Bronze, den könnte ich mir snacken, sofern ich hier raufkomme. Ich nehme extra den Punkt nicht ein, ja, merkt man schon irgendwie. Was man, also daran merkt man, was die Gegner von einem halten, wenn sie die Mission nicht weitermachen. Okay, wir haben den Sniper dort. Für mich bedeutet das rumrennen, was das Zeug hält, bis ich da bin und dann einfach wegsnacken. Das ist jetzt das, was ich als Mission habe.
So, das hätten wir geklärt. So, das hätten wir auch geklärt. So, dort hinten haben wir noch einen. Ich glaube, der will auch geklärt werden. Na komm, wir haben einen Freund. Oh shit, wir haben da zu viele Gegner, wir haben zu viele gleichzeitig. Also wenn nur der da bleibt, dann ist ja kein Problem, aber jetzt wären es zu viele. Den mit der Star muss ich mir von hinten holen. Den kann ich nicht so einfach von vorne wegsnacken. Der Silberne mit der Star ist das einzige Problem, was wir noch überhaupt haben. Weil man ihn als Problem sehen kann. Weil den müssen wir auch nur von hinten wegsnacken. Und die anderen können wir dabei erstmal gekonnt ignorieren. Frage ist, wo ist der Silberne mit der Star jetzt? Ich sehe ihn nicht. Oh shit, da hat er mich mit der Star geholt. Oder? Mit der Star? War das mit der Star? Nee. Egal, jedenfalls war das Problem einfach, dass ich zu frontal gerannt bin. Aber das sehe ich auch selber ein. Das heißt, da muss ich nochmal irgendwie anders rangehen. Dort kann ich aber auf jeden Fall, genau, da kann ich spawnen und dann von hinten wieder eine Reihe durchsnacken. Komm, ganz ehrlich, 5:1 ist schon, 5:3 meine ich, ist schon ganz okay, die KD. 5:3 ist okay. Da kann ich noch ein bisschen was draus machen, aber doch, die ist eigentlich ganz okay. Jetzt die letzte Mission ist halt easy going, weil, ganz ehrlich. Muss man ja mehr viel machen, ich sterbe, ich steck nicht fest. Wieder raus, in meinem Auto. Natürlich. Alter, ich treff den nicht. Also ich bin nicht mal der Beste im Team, ich bin der Schlechteste im Tag. So, dann hole ich den halt mit einer Granate. Wenn es anders nicht geht. Ich will ja nichts sagen, aber Junge. Ich bin schon gerade abgegangen jetzt. Ich bin ungefähr so abgegangen wie ein Abgeher. Aber das ist halt auch wieder das Matchmaking. Die sind eindeutig eigentlich zu schwach für uns. Die sind nun mal zu schwach für uns. Das ist halt leider so. Na komm. Können wir uns den snacken? Ich komme mal gleich zu euch runter, ne? Wie runter, hä? Ihr seid doch da unten gerade bei den Punkten, oder? Ich bin momentan ganz anders zugegangen. Ich war einen am Jagen. Achso. Wenn ich den doch irgendwie nicht bekommen habe, der, oder? Er ist hier vorne immer neu gespawnt. So, nee, ich renn bloß gerade hier einfach mal durch und hier ist gerade Musik an und das nervt mich so ein bisschen, weil das darf man ja nicht zeigen und bla und ihr kennt das Ganze schon. Nee, aber ich renne hier gerade mal auf den Dächern jetzt lang. Oh, eine habe ich schon mal. Ich bin schon mal wieder letzte. Dann nicht mehr viel Zeit und wir haben noch bis jetzt noch echt gar nichts eingenommen. Ist momentan ein bisschen nicht mehr ärgerlich. Viel Zeit. Ja, noch zwei, ja, Minuten. Zwei Minuten. Vorsicht, hinter dir ist ein. Ich glaube, das ist der Sniper. Ich will gucken, ob ich den mir wegsnacken kann. Renne ich halt für den extra nach hinten, aber okay. Der hockt da, ich habe ihn schon gefunden. Hockt der oben auf dem Dach, ne? Ja. Wie komme ich denn von hier am besten an den ran? Müsste angehittet sein. Das war's mit dem. Ach, da hinten bei euch sind ja noch. Ja gut, den kann ich natürlich von der Entfernung nicht bekommen. Okay, die sind jetzt aber auf dem anderen Dach, als ich eben geplant hatte für mich. Jo, scheiße, der mit der Star ist oben, der mit der Star ist oben. Junge, du bist ganz schön. Nein, Mann, ich war gerade so schlecht.
Ich war gerade echt so schlecht. Ah, Mann, das ärgert mich. Da habe ich gerade echt Scheiße gebaut. So, da muss ich jetzt nochmal gucken. Naja, wir können eigentlich die Sachen schon mal in unsere Teambasis bringen, oder? Ja, sicher. Was denn sonst? Schaden tut's ja jetzt nicht. Willst du die bei den Gegnern schon hinstellen, oder was? Wäre ja schon ein bisschen dumm. Also ich will ja nicht sagen, aber Dreierkill, ne? Hast du mir eine Bombe hochgejagt im Auto, oder was? Die waren alle im Auto. Zu dritt, mit den Paketen. Bitte, die mich, also ich muss sagen, dass hier jetzt in der Dreier-Special ist, kostet es schon zwei. Wie lange ich will ja nicht sagen, aber eine KD von 9,5. Läuft gerade bei mir. Läuft gerade da bei mir, würde ich sagen. So. Okay, ich würde sagen, wir spawnen uns hier. Obwohl, dort hinten wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, hätte ich noch besser ranrennen können, aber egal, renne ich halt so ran. Und dann renne ich halt so ran, weil dann renne ich von hier aus so schön ein bisschen rüber und dann snack ich mir die und dann ist gut. Ich würde gerne wissen, wo du zu Gangblech gehst, du willst unsere Sachen mal in Teambase reintun. Ja, nee. Warum ja, nee? Ah, ich hab grad viel zu viel Spaß damit, die Leute umzubringen. Weißt du, die hier geht's, geht's noch ein bisschen zu gut. Ich glaub, denen geht's noch ein bisschen zu gut. Wahrscheinlich. War's einfach zu schön gerade. Hallo. Ja. Oh, das ist lustig, ich hab den noch ein bisschen getrollt. Ich hab noch hinter ihm so schön, weißt du, so ein bisschen immer schön aufstellen, wieder runterknien und sowas, so ein bisschen Faxen hinter ihm gemacht, bis ich ihn dann getötet hab. Weißt du, was mir auffällt? Mir macht's Spaß, Leute zu ärgern, die einfach das Spiel nicht so kapieren. Ich glaube, das ist so eine Sache, die müssen wir ein bisschen mal die ändern, die Einstellung. Wieso kapieren? Sie kapieren doch das Spiel. Sie ja, machen bloß genauso eine Fehler wie ich auch früher. Und jetzt langsam spiele ich halt mit der Taktik, dass ich es schaffe, mir die von hinten zu snacken. So, ich glaube, hier ist aber jetzt keiner mehr. Ich muss mal langsam vorlaufen. Mir sind zwei Stück. Nein, ganz ehrlich, der stand halt damit, der Sniper hat die ganze Zeit in eine Richtung gekämpft. Ich habe mich hinter ihm so ein bisschen Faxen gemacht, bis er mich dann gemerkt hat und mich einmal getroffen hat. Und dann dachte ich mir, na gut, schießt ihn halt ab. Und ja, dementsprechend war er weg. So, den schnapp ich mir mal eben. Ja, komm, steig aus. So, ich hol mal eben die Kiste. Dann laden wir die mal rein und fahren los. Ganz ehrlich, die Runde ist so einfach. Das ist halt wirklich das Problem. Denn für die ist es halt dementsprechend scheiße, weißt du? Und ich kann es verstehen, warum solche solche Goldleute halt eben so einen Spaß hier auf dem Bronze-Server haben. Ist ja auch verständlich, aber das Problem ist halt echt einfach die Situation, dass wir das schlecht machen können. So, dass wir das halt eben anders regeln. Ach, keine Ahnung. Okay, komm. Also ich habe ihn mal eben gesnackt. Scheiße, dass der Dings, der Star. Der Star ist da draußen um die Ecke. Geh weg. Geh auch weg. Okay. Hab ich? Hab ich? Ah, also, ich habe mir da Hilfe gemacht. Ganz, ganz gefährlich, wenn du mir dann da sehr nett an den Füßen rumläufst. Ja, aber der ist halt immer näher gekommen. Und irgendwas mussten wir machen. Okay, den haben wir auch Nein, da war noch ein zweiter. Der hat mich mit der Sniper schnell weggesnickt. Oh, der hat aber jetzt einen Lucky Shot, ey. Junge, aber das geht gerade ab, diese Runde. Ohne Scheiß, 14-6. Was geht ab? Oh, Mann, das macht gerade Spaß. Das macht gerade Spaß. Vor allem einfach mal Bester der Gruppe. Ja, was hast du nochmal? Warte. Oh, 5-3. Komisch. Ausnahmsweise mal.
Ah, Junge, bei mir lief gerade die Runde so hart, ja. Ach, schönes Ding, schönes ja, gut, Ding. Wenn ich auf die Sachen gucke, die ich hier bekommen habe und so, schönes Ding. Ich freue mich. Momentan meine Waffen noch ausprobieren. Das ist immer so eine Sache. Ich habe die Waffe jetzt auch zum ersten Mal diese Runde gespielt. Mir gefällt die echt gut. Mir gefällt die echt gut, muss ich sagen. Ich war am Anfang immer gegen diese Waffe. Weil ich irgendwie die, ich weiß nicht, ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie mir Spaß macht, aber doch, sie hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Jetzt, die kommen doch nochmal mit der Colby M. Egal, ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder, weil wir haben jetzt gleich 36 Minuten. Also bis dahin, Leute, haut rein und mal gucken, was da wieder so abgeht. Ciao.